So, meine Stimme ist noch immer nicht wieder ganz da. Habt ihr Bock auf noch eine Runde? Ja, die Freundssache. Das ist ja hier immer nicht so einfach. Ich glaube, ich muss meinen Ton noch mal eben wieder ein bisschen lauter machen. Entschuldigung. Ehrlich gesagt, habe ich in meiner Beziehung total den Überblick verloren. Hilf mir, Crystal. Du machst dir zu viele Sorgen. Ihr seid so toll zusammen. Ich glaube, ich brauche eine Männerpause. Ich hol dich nach der Arbeit ab und wir gehen ins Verity. Okay, bis dann. Männerpause. Hey Jack, soll ich heute Abend länger bleiben? Nein, nicht nötig, solange kein Notfall dazwischen kommt. Oh, das ist wunderbar. Ich vermisse meine Freundin nämlich sehr. Ich hatte so viel zu tun, dass ich kaum Zeit für sie hatte. Ich weiß, was du meinst. Vielen Dank für all deine harte Arbeit in der letzten Zeit. Das bleibt nicht unbemerkt. Nee, das kann man ja nur hoffen. Okay. Okay, dass die Tische am Ende des Tages sauber sind. Das Grüne, das habe ich bis jetzt immer irgendwie hingekriegt. Dann muss ich mich da auch jetzt noch nicht so drum kümmern. So, und du kriegst so wirklich einen Diamantpunkt. Mau! Lass mich mal gucken, was ich jetzt muss. Ich dem jetzt die Ohren abschneiden. Nein. Puh, Gott sei Dank. Röntgenbild. Ich hab dich gehört, Maus. Aber, ach, da hinten. Jetzt habe ich dich auch gesehen, aber das ging ganz schnell. Oh Gott. Sehr schön, awesome finde ich immer gut. Skalpell. Wenigstens muss ich den Hunden nicht die Ohren abschneiden. Dann bin ich schon mal sehr beruhigt. Man weiß ja nicht, auf was für Ideen dieses Spiel kommt. Also diese Tabletten sind heute sehr beliebt, glaube ich. Oh, muss ich noch abkassieren. Habe ich dich vergessen, Entschuldigung. So, Punkt. Ich mache auf dem Dämmerpunkt auch noch mal ein paar Punkte dazu. Ich hab dich gesehen. Jetzt habe ich dich auch weggemacht. Angeklickt. Du kleines Müs. Ein kleines, graues, knuddeliges, fluschiges Müs. Hab ich dich. So. Verbannt, bitteschön. Tschüss. Es ist wieder Sonntag und ich bin eigentlich schon wieder eigentlich voll am Hetzen, weil ich mal wieder voll hinterherhänge. Was mich eigentlich voll nervt, aber. Was soll ich machen? Ich krieg's ja aber wieder irgendwie nicht auf die Reihe. Was mich selbst voll ankotzt. Aber was soll ich tun? Ich bin wie ich bin. Ich hänge. Ich krieg's samstags einfach. Ich bin samstags so platt, ich kriege einfach nichts mehr hin. Das ist zurzeit echt schlimm. Beziehungsweise ich kriege Dinge hin, aber nicht die, die ich hinkriegen sollte. Ich war diesen Samstag habe ich zum Beispiel draußen Schneefotos gemacht. Weil wir so schön Schnee hatten. Dann bin ich erstmal durch die Gegend gerannt, habe den Schnee fotografiert. Was eigentlich auch mir schon wieder Zeit gekostet hat. Und weil ich das immer einmal in bestimmten Zeit am Tag mache. Immer so zwischen 14 und. Ach, zwischen 12 und 14 Uhr. Weiß ich auch nicht, habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Und ich musste mich kurz konzentrieren, deswegen war ich kurz Brain AFK. Was voll Sinn macht, wenn man sich konzentrieren muss. Genau, ich mache das immer zwischen 12 und 14 Uhr, das Aufnehmen, weil ich meine, die meiste Ruhe am Tag. Und ja, dann war ich los und ich habe Fotos gemacht und dann fange ich komischerweise zurzeit echt an, gerade meine Bude voll zu entrümpeln.
das zurzeit echt eine Menge Müll macht. Nicht nur Müll, aber es ist anstrengend. Nervt auch ein bisschen, aber ja, muss auch mal sein. Leben entrümpeln und so. Es gab in der letzten Zeit in der Klinik so viel zu tun. Ich will ja nicht klagen, es war wirklich super, aber ich hatte kaum Zeit, mich ein wenig zu entspannen. Wem sagst du das? Ich habe dich wochenlang nicht gesehen. Und wie läuft's mit Jasper? Also er sieht gut aus und ist charmant und nett, aber er gibt mir das Gefühl, dass ich immer in seiner Nähe sein soll. Er hat sogar vorgeschlagen, dass wir zusammenziehen. Aber das ist doch eine gute Sache, oder? Ja schon, aber er bekommt seine schlechte Laune, wenn ich viel zu tun habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich bei dieser Beziehungssache versage. Unsinn, du bist eine starke, unabhängige Frau. Er sollte dich dafür respektieren. Du hast ja schließlich einen verantwortungsvollen Job. Du hast recht. Wenn ich ihm wirklich etwas bedeute, dann wird er das verstehen, oder? Ja, aber ich glaube nicht, dass Jasper der Typ ist, der dafür Verständnis hat. Nur so ein Gefühl. Ich finde Jasper halt irgendwie merkwürdig. So, was kann ich denn... Was für ein lustiges Ding könnte man an einen Zweig hängen. Oh, wie schön. Das Beenden von Minispielen ist schwieriger. Wenn die nicht schon schwierig genug wären. Witzig. Das Beenden von Minispielen ist schwieriger. Ich finde die jetzt schon anstrengend. Aber danke für den Hinweis. Was wollt ihr eigentlich alle mit diesen blöden Tabletten hier? Oh Gott, das hatten wir auch noch gar nicht. Du löst doch bestimmt ein Minispiel aus, wusste ich's doch. So, komm. Das war jetzt noch nicht unbedingt schwieriger, das ging noch, aber ich freue mich halt schon auf die anderen. Ich wundere mich gerade, warum geht sie da nicht hin, um das sauber zu machen? Muss sie auch gar nicht. Oh, Savannah hat zwar wieder voll im Blick hier. Nicht. Wieder alles voll verpeilt hier. Er guckt mir echt immer so ein bisschen dabei zu, ne? Ich dachte, es ist schwieriger. Bisher merke ich noch nicht so viel davon. Ich habe schon mal geguckt, was ich hier nach so spielen könnte. Sollte dann ja mal erstmal wieder ein bisschen was anderes werden. Ich habe schon was im Blick. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das kann. Das wäre ein Horrorspiel. Horrorspiel, das ich eigentlich recht berührt. Was recht spannend aussah. Von daher würde ich es eigentlich echt gerne spielen, aber ich bin Horrorspieler, ist halt echt immer so. Nein, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich werde mich dazu durchringen müssen, dieses Spiel zu spielen und werde wahrscheinlich am Ende die Siedler spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich will das eigentlich echt spielen, aber... Naja, ich bin Horror. Das ist halt immer so ein bisschen... Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Hallo, Flop, Flop, machst du mal was? Also ich mach echt lieber Röntgenbilder als einen Kaffee. Wenn ich dabei dann nicht ständig auch noch die Knochen zusammensetzen müsste. Das finde ich immer noch ein bisschen merkwürdig, dass ich da dann noch Knochen zusammenpuzzeln muss. Aber ich mache das ja alles, es ist okay. Möp, möp, möp. Das mag ich lieber. So. Nach meinem Aufnahmemarathon, wenn ich denn meinen Aufnahmemarathon fertig habe,
Hätte ich mir ja eigentlich ein bisschen was verdient, ne? Aber kann ich nicht machen, weil ich will auch noch was schreiben. Warum mache ich das eigentlich immer alles nur am Samstag und am Sonntag? Ist eigentlich auch bescheuert, aber... Ich weiß auch nicht, warum ich das immer nur Samstag, Sonntag mache. In der Woche... Ich bin aber so müde. Ich komme dann immer tatsächlich zu nichts. Das ist ekelhaft. Natürlich, mit wem arbeitest du denn zusammen? Natürlich sind wir perfekt. Also unser Diamant und drei Sterne gehen wir hier auch gar nicht raus. Wo kommen wir denn eigentlich hin? Oh, ich glaube, das ist ein Tier. Ah ja, Tierheim. Steh her. Ha, steh auf Fett oben drüber. Erhalte den ersten Stern in der ersten Hälfte des Tages. Okay, ich gebe mir Mühe. Sicher ist besser. Guten Morgen. Oh, hallo Sherman. Klarmann, Klarmann. Newton scheint ein wenig Umgangssprache aufzuschnappen. Was ist ein Newton? Und was macht dieser, macht der Vogel hier? Oh, er ist nur... Wir werden ihn untersuchen. Ah, Kunden. Hervorragend. Zurück an die Arbeit. Jawohl, wir fangen gleich an. Wir sollten besser unsere Tiere zu Hause lassen, Amy. Ich weiß, aber Newton, er lässt mich nicht allein. Ich verstehe, ich liebe meine Tiere auch. Der wäre so toll. Ich meine, really, der Typ ist cool. Warum will sie mit diesem Jasper? Den kann man echt gar nichts anfangen. Was ist der Jasper? Er ist eine wandelnde Katastrophe. Vogel. Ich weiß echt nicht, was ich an dem finde. Aber gut. Ah, Mist. Menschen sind unterschiedlich. Die einen mögen sowas. Ich mag es nicht so. Also, wie gesagt, mit jedem Topf und einem Deckel. Und ja, ihr kennt ja den Spruch. Er wäre halt definitiv nicht mein Deckel. Dafür wäre mit Sicherheit der Deckel von irgendwem anders. Und es ist auch okay so. Awesome. So, einmal das Skalpell habe ich noch. Ja, noch habe ich erst die Hälfte. Okay, oh Gott, jetzt müssen aber auch noch ein paar Kunden kommen, sonst wird's schwierig. Hilfe, 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 Hilfe. Tschüss. Nein, jetzt fehlen mir da die Tabletten. Ich fasse es ja nicht. Nein! Ich hab's ganz. Oder habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn, ne? Oh Gott. Ich dachte gerade, jetzt habe ich es echt ganz knapp verpasst. Dann wäre ich aber, glaube ich, ausgerastet. Aber hier oben steht ja, glaube ich, da so, dass ich ihn habe. Oh Gott sei Dank. Heiliger, da wäre ich aber wohl. Gut, die hatte zum Schluss ihr Herzchen verloren, aber ich verliere mein Herz auch öfter mal. So, jetzt muss ich wieder Röntgenbilder machen hier. Ist viel schlimmer. So, kann ich nicht doch lieber irgendwie in die Haare schneiden wieder? Das war irgendwie... So, dir schneide ich jetzt die Ohren ab. Definitiv! Awesome.
Welche sind das, die beiden? Die brauche ich mit Sicherheit im Laufe des Tages nochmal, wie ich mein Glück kenne. Ah! Okay. Ah, diesmal nur zwei, ist auch okay. Dir schneide ich auch die Ohren ab. Ich schneide hier allen die Ohren ab. So. Der perfekte nächste Mörder, der einfach jedem die Ohren abschneidet. Keiner weiß warum. Müssen Mörder immer sich immer eine logische Erklärung für alles haben? Nein, ich glaube nicht, oder? Das ist, Gruppenmassenmörder, die müssen nicht immer alles erklären können. Oh, du wolltest mir gerade von deinen coolen Tieren erzählen. Also, nun... Hey, Arbeitsbiene, ich habe schon eine Weile nichts mehr von dir gehört. Hast du diese Woche etwas Zeit für mich? Der Typ ist echt anstrengend. Ich bin so eine schlechte Freundin. Entschuldige vielmals, Jasper, es war so viel in der Klinik zu tun. Oh, tut mir so leid. Abendessen heute? Tut mir leid, dass es hier so viel Arbeit gab. Oh nein, keine Sorge, aber ich muss jetzt wirklich los. Könnte ich heute vielleicht etwas eher gehen? Klammern, Klammern! Also wenn Newton keine Einwände hat, dann ist das für mich auch okay. Ehrlich, warum... Der ist so viel cooler. Was will sie denn mit diesem Jasper? Geld macht attraktiv, oder was ist los? Also ich kann mir das nicht anders erklären, was sie mit dem Vogel will. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, ich rede mir schon wieder Mund für sie. Ups. Ach ja, so. Vielleicht kann ich jetzt wieder ein bisschen besser reden, ich weiß es noch nicht. Stell sicher, dass jeder Doktor glücklich ist. Die sind immer glücklich bei mir hier. Was ist denn das eigentlich für ein... Was unterstellt man hier denn? Rette den Retter. Es sieht heute wieder nach einem Tag mit viel Arbeit aus. Hoffentlich bist du ausgeruht. Keine Sorge, ich fühle mich großartig. Und wie steht's mit dir, Newton? Supidupi! Du sagtest, dass du auch Haustiere hast? Tja, stimmt. Ein Hund und eine Katze, die überraschenderweise sehr gute Freunde sind. Manchmal ziehen sich Gegensätze eben doch an. Wie heißen sie? Ein cleverer grauer Kater namens Sherlock und ein riesiger schwarzer Hund namens Watson. Die Leute halten ihn manchmal für einen Bären. Oh Gott, das kann ich irgendwie ein bisschen verstehen. So einen Bären hatte ich auch mal. Oh, das hört sich nach einem unschlagbaren Paar an. Wenn ich einmal ein Verbrechen aufklären muss... Nichts ist besser, als wenn man nach einem stressigen Tag von seinen Tieren zu Hause begrüßt wird. Ach, das stimmt und das fehlt mir so. Ja, also... Ja, es fehlt mir so... Menno. Bin da immer ein wenig weinerlich. Weil mein Hund leider schon etwas länger tot ist. Und, wie gesagt, ich da doch immer so ein bisschen... Naja. Ich bin da halt schnell nah am Wasser gebaut. Deswegen mag ich solche Spiele eigentlich immer gar nicht spielen, weil dann... Wenn die denn so viel von ihren tollen, niedlichen Tieren reden, dann können die immer anfangen zu heulen. Ja, ist leider wahr. Kann ich leider auch nichts für, nichts gegen machen. Ich bin da, Maus gefangen, Müs gefangen. Na, Wasser gebaut. Das ist auch. Ja. Ah. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der schon mal ein Tier verloren hat.